Ja, hallo und herzlich willkommen zur WWE Clash of Champions Preview vom 17.12.2017. Findet ja der Pay-Per-View statt in Boston, Massachusetts im TD Garden, der SmackDown Pay-Per-View, der letzte Pay-Per-View des Jahres 2017. Und an meiner Seite ist natürlich wie immer der Mischa. Guten Tag. Ja, Clash of Champions ist ja soweit. Diesmal nur noch ein Pay-Per-View nach der Survivor Series. Ist ja auch mal ganz erfrischend für diejenigen, die sich fragen, wo die Raw-Review bleibt. Wir haben es die ganze Woche versucht, eine Raw-Review aufzunehmen, jedoch es hat zeitlich nicht ganz gepasst, würde ich mal sagen, oder? Ja, arbeitsmäßig ist es halt in der Weihnachtswoche sehr, sehr schwierig immer für mich Zeit zu finden. Genau, das waren halt relativ späte Zeiten und ja, wir nehmen zwar auch relativ spät auf, also wir haben jetzt gerade 0.58 Uhr. Relativ spät, hat aber auch einen Grund, warum wir so spät aufnehmen, aber die letzten Tage, da war es halt auch so spät und das ging einfach zeitlich so ziemlich gar nicht. Und ja, wenn du von der Arbeit kommst, dann warst du auch wahrscheinlich auch ein bisschen fertig. Ja, ein bisschen. Und ja, von da hat es zeitlich nicht ganz gepasst und jetzt haben wir Freitag, beziehungsweise wenn ihr es seht, ist es Samstag und da haben wir uns entschieden, dass wir es nicht machen, weil es jetzt auch nicht mehr lohnt. Ja. Wir werden trotzdem die Themen, die wir ansprechen wollen, natürlich mit reinbringen, das haben wir auch vor. Erste Thema war natürlich die Raw Review. Das zweite Thema ist natürlich der Grund, warum wir jetzt eine Stunde lang jetzt, oder beziehungsweise wir waren jetzt anderthalb Stunden, haben wir uns schon vorher miteinander kommuniziert, war halt der Grund, weil wir halt wieder eine Sache natürlich wieder machen, was wir halt letztes Jahr auch gemacht haben, beziehungsweise auf meinem Kanal ja schon seit 2015 mache ich das ja schon. Und das haben wir 2016 ja auch im Podcast-Format gemacht, und das will ich dieses Jahr wieder machen, und zwar als Ende des Jahres, und zwar die Slammy Awards von 2017 sollen wieder kommen. Wir haben uns jetzt mit den Kategorien uns beschäftigt, die ganzen Leute reingeholt, die wir reinnehmen, damit ihr abstimmen könnt natürlich. Und wir werden es jetzt so machen, es wird nur eine Ausgabe geben. Letztes Jahr waren es ja so, da habe ich ja eine Ausgabe meiner eigenen und die zweite Ausgabe war quasi, die Micha jetzt genommen hätte, plus halt Eurovotes und Micha nimmt noch zusätzlich noch Indie Wrestling / New Japan Pro Wrestling. Also solche Sachen, das wollen wir dieses Jahr wieder machen, nur noch als kleine Hinzufügung, dass ich jetzt auch meine Kategorien in dieser Ausgabe mit erwähnen werde. Und ja, ist so ziemlich das aufwendigste Podcast-Video, kann man so ziemlich sagen. Letztes Jahr hang ich an der einen, also an der Podcast-Lemmy-Award-Ausgabe allein schon, ich glaube, 7 Stunden saß ich an der Ausgabe insgesamt dran. Und das war ja noch mit dem anderen Slammy-Video auch noch dazu, da war es auch noch 4-5 Stunden, das heißt 12 Stunden an 2 Videos, das ist natürlich ein großer Aufwand. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich jetzt nur eine Ausgabe mache, weil es halt vom Aufwand her ein bisschen weniger wäre und es auch zeitlich besser passt. Und deshalb haben wir eine Ausgabe da draus. Wir haben schon die Kategorien soweit bestimmt. Wir haben sie jetzt noch nicht released, weil wir noch abwarten, was bei Clash of Champions passiert. Vielleicht kommt noch eine oder andere Sache dazu, die uns vielleicht bestärkt, okay, diese eine Sache tun wir noch in die Kategorie rein. Aber wir haben die Kategorien soweit festgelegt. Werden wir dann nächste Woche, dann wird ein Infovideo kommen, wo dann alle Kategorien in der Videobeschreibung drin ist. Da könnt ihr abstimmen und dann werden wir dann, also bis zum 26., wenn wir dann wieder Zeit lassen, also Montag, Dienstag kommt das Video ungefähr. Und dann werde ich das Video dann auf privat stellen und dann werde ich halt auswerten, vorbereiten und dann nehmen wir es auf und dann sehen wir halt, wen wir genommen hätten, wen Micha genommen hätte, wen ich genommen hätte, wen Micha genommen hätte und was ihr abgestimmt hat. Das wird dann so ziemlich ein kleines Slammy Award Video auf meinem Kanal. Ja. Genau, so als Abschluss und so als persönlicher, man kann so sagen, auch so ein persönlicher Jahresrückblick von der WWE von uns. Ist ja die letzte Podcast-Ausgabe, würde ich jetzt mal sagen. Ich guck mal gerade. Ja, ist die letzte Podcast-Ausgabe des Jahres. Kann man so viel sagen, weil der 31. ist ja, oder der 30., 31. kommt es ungefähr. Ich denke mal, es wird der 30. sein. Also der 30. ist ja das letzte Video und am 31. ist ja Sonntag, da ist ja kein Pay-Per-View. Und am 1. ist ja wieder Raw, also das heißt am 2., 3. Januar ist ja mehr die erste Podcast-Ausgabe 2018. Ja. Genau, das ist zu diesem ersten Thema, was wir ansprechen wollten. Dann kommen wir natürlich zum zweiten Thema. Also wie gesagt, eingeblendet ist natürlich, ab wann die Preview losgeht. Und jetzt sprechen wir natürlich unseren Off-Topic-Teil. Die zweite Sache, die wir ansprechen wollen, ist natürlich, was, ja, man kann sagen, letzte Woche
Sonntag, würde ich jetzt sagen, so eine Überraschungsmeldung war, wo ich es auch nicht ganz erwartet habe. Und zwar geht es um den guten Rich Swann. Ja, Rich Swann hat seine WWE-Karriere beendet. So ziemlich. Und zwar hat er eine Straftat begangen. Zwar häusliche Gewalt war das. Oder nee, was war das? Genau. Ich muss mal Ich den glaube, Straftat. im Englischen hieß es, glaube ich, irgendwie Es ist schwierig. Moment. unwilling imprisonment oder sowas. Also er hat jemand gegen seine Gewalt festgehalten, hieß es. Ach, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. So meinte ich das. Freiheitsberaubung ist es Ja, natürlich, Häus. ja. Ja, aber gut, war ja keine häusliche Gewalt, war ja Ja, auf der deswegen ist mir auch. Okay, theoretisch kann man ja sagen, Auto sieht man auch vielleicht häuslich, aber ihr wisst, wie ich meine. Also Körperverletzung und Freiheitsberaubung meinte ich. Genau. Genau, und zwar war es so, kannst du mich korrigieren, falls ich falsch liege. Und zwar hat Rich Swann bei einer Indie-Show von seiner Ehefrau, die Soo Jung heißt, die sind ja verheiratet zusammen, also Rich Swann und Soo Jung. Und Rich Swann war mit der Leistung von Soo Jung nicht zufrieden. Es gab halt einen Streit während der Fahrt. Und da soll Rich Swann so sauer gewesen sein, dass er aus dem Auto flüchten wollte. Und Swann hat ihn wieder zurückgezwungen ins Auto und dann sie ein bisschen verprügelt. Naja, nicht verprügelt. Aber er halt. Er hat sie zurückgeholt, indem er sie halt im Schwitzkasten hingezerrt hat. Genau, und dann halt, glaub, was hat er nochmal gemacht? Ich guck mal gerade. Nix, sie sind dann halt weggefahren. Und sie hat um Hilfe gerufen, etc. Und deshalb wurde die Polizei alarmiert und hat ihn dann halt ein paar Straßen weiter aufgegabelt. Ne, ich lese mal gerade was durch. Ich habe irgendwie verstanden, dass er gegen die Scheibe irgendwie gegen irgendwas gegen gehauen hat. Deswegen habe ich das mit verprügeln gemeint. Kann auch falsch liegen, also ich weiß nicht. Sie hat gegen die Scheibe geschlagen und um Hilfe gerufen. Ah, stimmt, so war das. Dann habe ich es falsch. Ach Gott, ey, ich greife irgendwie die Sachen falsch auf. Aber das Problem war, das war halt Anfang der Woche und wir wollten das trotzdem mal ansprechen, weil wir es bestimmt auch gefragt werden, was wir von der Situation einfach halten. Beziehungsweise kurz mal erklären. Also letztendlich Körperverletzung, Freiheitsberaubung und letztendlich hat der Rich Swann, so wie ihr es verstanden habt, keine Gewalt angewendet. Trotzdem ist es eine Körperverletzung, weil er halt eine seelische Verletzung gemacht hat. Ne? Also wenn du, ich sag mal, wenn du jemanden erpresst, gehst du quasi auch eine Körperverletzung ein. Also wenn ich jetzt, sag mal, Micha sagen würde, wenn du jetzt mir nicht 500 Euro gibst, dann verrate ich deiner Freundin, dass du mit 15.000 Frauen geschlafen hast. So als Beispiel jetzt mal, ne? Das ist ja auch Erpressung und ist auch eine Körperverletzung, weil die halt zwar nicht körperlich verletzt, sondern aber seelisch verletzt. Und das ist auch eine Körperverletzung und so weiter. Nur so als kleine Erklärung. Und ja, Freiheitsberaubung ist ja klar, in den Schwitzkasten genommen, das war nicht so geil. Ja, das kann man so sagen. Und wie gesagt, man weiß nicht genau, ob das stimmt. Ne? Also muss man auch so vorsichtig sein. Deswegen, aber wenn es stimmt und wenn er verurteilt wird, dann kann man so viel sagen, hat er seine Karriere versaut. Ja. Also das kann man so viel sagen. Also so, wie gesagt, Rich Swann sagt, das war nicht so. Ehefrau sagt, es war so. 50-50. Gericht wird entscheiden. Entweder sagt Rich Swann weiterhin, es war nichts. Oder er gesteht hat, dass er es gemacht hat. Aber wie gesagt, man wird es halt sehen. Wie gesagt, das ist, wenn die Aktion stimmen sollte, dann war es natürlich nicht super von Rich Swann. Und für seine Karriere war es halt super. Und allgemein, die Aktion war auch nicht geil, wenn das so war. Wir müssen immer noch da vorsichtig bleiben. Deswegen bin ich auch bei der ganzen Sache auch ein bisschen vorsichtiger. Deswegen. Ja. Die WWE hat auf jeden Fall null Toleranz gegen solche Sachen gezeigt, wegen. Ja, stimmt, jetzt weiß ich, warum ich häusliche Gewalt gesagt habe, weil das halt die WWE geschrieben hat. Deswegen kam ich auf häusliche Gewalt. Und hat er jetzt auf unbestimmte Zeit suspendiert. Dadurch hat er auch sein Number One Contender Spot auf den Cruiserweight, also den Number One Contenders Match gegen Drew Gulak nicht bekommen. Und hat jetzt Cedric Alexander bekommen, quasi, nachdem es ja so eine Second Chance Fatal Four Match war gab. Und ja. Rich Swann war nicht super, kann man so viel sagen.
Ja. Mehr kann man dazu jetzt auch nicht sagen. Also wie gesagt, es wird, denke ich, noch mehr News geben. Es wird, ich weiß nicht, wann die aus. Es gibt irgendwann eine Gerichtsaussage. Ich weiß nicht, wann die ist. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Aber irgendwann wird man dazu was hören und dann, wenn, ich sage mal, wenn Rich Swan verurteilt wird, dann wird er entlassen. Ja. Das kann man so sicher sein. Aber gut, so viel zu diesem Thema. Und wenn wir schon bei Rich Swan sind, sind wir bei 205 und wir bleiben auch bei 205. Und zwar gab es einen Kommentar von Patrick, dem Kiffy. Und zwar, mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet, dass Hideo Itami zu 205 live geht. Ist es für euch positiv oder denkt ihr, dass er da nicht hingehört? Es ist eine Mischung aus beiden. Ja. Ich glaube, es ist ähnlich wie mit Neville und Aries. Es ist ganz cool, dass jemand mit so viel Star Power da ist, weil er halt die Cruiserweight-Division aufwertet. Und auch gut ist. Gleichzeitig ist es aber halt schade, dass so ein Riesentalent dann in Anführungszeichen in der Cruiserweight-Division verschwendet wird. Ähnlich was er mit Neville und Aries, die ja beide wesentlich besser sind vom Push her wie die Cruiserweight-Division. Also die könnten locker IC-Champion oder so sein. Austin Aries wahrscheinlich sogar World-Champion. Und deshalb ist es da mit Itami ähnlich. Natürlich für die Cruiserweight-Division geil, aber ja. Vielleicht ist es auch so die neue Methode der WWE, irgendwelche Indie-Stars loszuwerden. Man steckt sie einfach in der Cruiserweight-Division, bis die dann pissed sind und von alleine gehen. Hat ja mit Aries und Neville funktioniert. Macht man vielleicht jetzt auch mit Itami. Wenn bis dann irgendwann Cassius Ohno bei den Cruiserweights rumrennt. Dann wird es umbenannt in 305 oder 405 oder so. Big Show. Genau. Naja. Ich weiß nicht, wie viel wiegt denn Cassius Ohno? Ne, der ist zu schwer. Cassius Ohno wird bestimmt 290 oder so wiegen. 255 Pfund. Okay, gut. Nicht 205. Aber seine Mutter kommt aus Nürnberg. Das ist ganz wichtig. Ja. Habe ich jetzt gerade nur nebenbei gelesen. Ja, weil Itami kann man so auch sagen wie bei Neville und Aries sind zu gut für die Cruiserweight Division. Und ja, Itami sehe ich auch so als Mid-Carder, kann da Potenzial haben. Aber man bringt den jetzt zu 205, wie ich schon bei Aries gesagt habe, Verschwendung. Aber ist halt gut für die Division halt. Weil es halt die Star Power hat und natürlich auch ein bisschen was an Qualität gewinnt. Ja. Deswegen, also es ist halt so ein beidschneidiges Thema, kann man sagen. Also einerseits gut, andererseits halt schade, weil er halt theoretisch auch im Main Roster auch gut schlagen würde, wenn man ihn gut einsetzt. Ja. Ja. Dann zur zweiten Sache, die wir ansprechen. Da jetzt wahrscheinlich leider Sheamus seine Karriere beenden muss, glaubt ihr, dass Cesaro allein unterwegs sein wird oder glaubt ihr, er kriegt einen neuen Tag-Team-Partner, vielleicht ein gewisser Cassius Ohno aus NXT? Wäre geil. Aber ich glaube, dass wir Cassius Ohno in diesem Zustand, hört zu krass an, aber ich sag's mal so, dass wir ihn in diesem Zustand nicht im Main Roster sehen werden. Er ist für NXT ganz nett. Aber ich bezweifle auch, dass er momentan bei NXT zufrieden ist, wie er eingesetzt wird, weil in den Indies ist er der größte Star, der da rumläuft. Ist ja auch wrestlerisch einfach exzellent und trotz seines Gewichtes kann er ja noch super geile Matches zeigen und wird auch ganz klar hinter sein Potenzial benutzt, wenn er jetzt schon halt so eine Art Edeljobber ist, dass er sich jetzt sogar für den Lars Sullivan da hinlegen musste beim letzten Takeover. Deshalb, ich glaube, es wird eh nur noch eine Frage der Zeit sein, bis Cassius Ohno geht. Wie gesagt, es wäre geil, wenn man ihn hochziehen würde mit Cesaro oder so in ein Tag Team stellen würde, etc. Aber ich sage ganz sicher, dass wir Cassius Ohno nicht im Main Roster sehen werden. Solange Vince McMahon noch da ist. Also das sollte man dazu sagen. Wenn jetzt Vince McMahon ganz hart gesagt morgen stirbt oder so, dann wird Triple H Cassius Ohno hochziehen. Dann wird es kommen, aber sonst nicht.
Ja, erste Sache natürlich mit Sheamus, ob er seine Karriere beenden wird. Wissen wir noch nicht. Also noch steht's nicht ganz fest. Also so wie es berichtet wurde, hatte halt eine Verengung des Kanals an der Wirbelsäule, die auch ja in das Rückenmark auch ein bisschen verläuft, was ja zum Beispiel zu bei Leuten zum Karriereende geführt hat, wie zum Beispiel halt bei einem Edge oder ich glaube bei Steve Austin war es auch so der Fall, dass mit seiner Nackenverletzung, die ja dadurch entstanden ist, dass er halt seinen Nacken sich gebrochen hat und da ab da dem Zeitpunkt bei beiden Wrestlern bekannt war, dass sie halt für einen gewissen Zeitraum nur noch wresteln können und nicht jetzt, sag mal, on their terms beenden können, sondern halt, wenn der sagt, Körper kann nicht mehr. So Ich war es. glaube, dass er nicht seine Karriere in naher Zukunft beenden muss, glaube ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Karriereverkürzung. Also ich gehe mal davon aus, dass er jetzt auf jeden Fall mal Minimum 5 Jahre früher seine Karriere beenden muss, wie er es ohne diese Verletzung halt hätte machen müssen. Er ist auf jeden Fall noch voll drin, kann man sagen. Also wer Raw gesehen hat und sein Match gegen Rollins, der hat gesehen, dass dass Sheamus immer noch die bekloppten Bumps genommen hat. Ja, der hat schon einen angeschlagenen Nacken und springt trotzdem noch hier seine Planchas und alles, sein Green Bay Planch da quasi. Und trotzdem noch Nackenbumps etc. Also es ist dem relativ egal. Und ja, momentan geht's halt noch, aber wie gesagt, die Frage ist halt, wie lang. Das war ja bei Edge auch der Fall. Ich glaube 2003, 2002, 2003 hat er sich den Nacken ja verletzt. Er hat sich den Nacken ja gebrochen, ist ja für eine längere Zeit ausgefallen und hat danach ja 8 Jahre noch gewrestelt, bis er dann bei der Raw-Ausgabe vom 11. April, glaube ich, irgendwann war das ungefähr, hat er halt seine Karriere halt beenden müssen wegen seiner Verletzung. Er hätte theoretisch noch weiter wresteln können. Nur wie es Edge damals erklärt hat, war, wenn er jetzt weiter gewrestelt wäre, wäre irgendwann die Gefahr gewesen, dass er in den Rollstuhl landet. Steve Austin war ja 97, hat er sich ja beim SummerSlam gegen Owen Hart, wo er diesen, ja, dieser Botch da mit dem Tombstone oder Piledriver, wie man es auch sagen will, Sit-Down Tombstone würde ich jetzt sagen, einfach mal, sich ja den Nacken ja gebrochen hat. Und dann ja bis WrestleMania 19 weiter gewrestelt hat. Also das heißt, er hat 6 Jahre noch weiter gewrestelt, bis er dann auch quasi seine Karriere beendet hat. Und bei Sheamus würde ich auch sagen, er beendet die auch noch nicht, weil er ja noch weiterhin wrestelt. Ich weiß ja nicht, wie er jetzt mit Live-Events so mäßig dabei ist. Muss ich mal gerade gucken. Bei dem guten Celtic Warrior. Ja, okay, der hat sein letztes Match am 11. April gemacht, also, aber hat davor auch die ganzen Live-Events mitgemacht. Also, ich gehe mal davon aus, ich denke, du bist auch so der Ansicht, dass er noch für eine gewisse Zeit weiterhin wresteln wird. Also, wir wissen nicht, wie lange, aber halt für eine bestimmte Zeit. Also, man kann so viel sagen, seine Karriere ist jetzt begrenzt. Er kann jetzt selber nicht entscheiden, wann er beenden will, außer er will die früher beenden, als seine Verletzung es sagt. Aber irgendwann wird es das Ende ja geben und ich gehe mal davon aus, dass es so ähnlich wie bei Edge sein wird oder Steve Austin, dass sie auch immer regelmäßiger untersucht werden und geguckt werden, wie es aussieht, wie weit die Verletzung ist, ob es schlimmer geworden ist, ob es notwendig ist, die Karriere zu beenden. Ich denke mal, das wird man so auch machen, weil man bei Edge ja auch gesagt hat, okay, wir müssen irgendwann das beenden oder du musst deine Karriere beenden, weil sonst ist das Risiko zu groß. Weißt du, wie gesagt, Edge kann doch vielleicht noch ein Match worken, Steve Austin könnte noch ein Match worken, richtig, aber wie gesagt, das Risiko wäre bei den beiden zu groß gewesen und ich denke mal, das wird bei Sheamus auch so sein, dass er weiterhin erstmal seine Matches worken kann, weil Edge hat ja auch jetzt bis zu seinem Karriereende auch ganz normal gewrestelt. Er hat ja auch die ganzen Sachen gemacht, er hat jetzt nicht, seitdem er sich den Nacken gebrochen hat, sich geschont, wenn man überlegt, was er danach für die Zeit für Bumps genommen hat und die auch teilweise riskant waren, also für seinen Nacken auch. Und von daher denke ich mal, bei Sheamus wird es jetzt nicht so sein, dass er jetzt dieses Jahr oder so die Karriere beendet. Er wird halt nur noch für eine bestimmte Zeit wresteln. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht 2 Jahre, man weiß es halt nicht, das kann man nie so sagen. Irgendwann wird er es beenden, leider wegen seiner Verletzung. Aber ja, genießen wir noch die Zeit mit Sheamus und ja, so würde ich jetzt einfach mal zu dem Statement von Sheamus einfach mal was sagen. Ich weiß nicht, ob du noch was hinzufügen willst. Anscheinend nix. Habe ich alles gesagt. Ja,
Deswegen sage ich jetzt mal, dass ja, dadurch, dass halt Sheamus jetzt seine Karriere jetzt nicht erstmal beenden wird, ist auch Cesaro erstmal nicht allein unterwegs. Sie werden sich irgendwann splitten, das ist ganz klar. Und ich gehe auch davon aus, dass Cesaro jetzt nicht ständig im Tag Team-Bereich wresteln wird. Ich hoffe es zumindest nicht, weil ich finde auch Cesaro im Tag Team oder in Singles Wrestling super. Er ist ja ein Weltklasse-Wrestler. Er hat auch schon öfters Matches gezeigt, wo er einfach gezeigt hat, okay, da hat er es drauf. Ich habe zwar das Match gegen Roman Reigns nicht gesehen, aber mir haben auch schon viele gesagt, dass das Match wirklich stark war. Und ja, klares Match of the Night bei Raw war, was ich auch nachvollziehen kann, weil halt, ja, ist halt ein Cesaro dabei, der einfach Weltklasse ist. Und da kann man einfach nur Gutes erwarten. Ging ja auch den neuen IC-Title, da hat der Roman Reigns gewonnen, das war ja natürlich klar. Aber wie gesagt, Cesaro ist halt Weltklasse. Ich denke, dass er alleine unterwegs sein wird, wenn jetzt sich beide splitten werden. Also es wird nicht so sein, dass jetzt Sheamus seine Karriere beendet und Cesaro sagt, okay, ich wrestle jetzt alleine. Ich denke, sie werden nicht irgendwann splitten. Und dann werden halt beide ihre Einzelwege gehen und dann, ja, wird irgendwann seine Karriere beenden. Also ich glaube nicht, dass Sheamus seine Karriere beenden wird, während sie noch Tag Team sind. Behaupte ich jetzt mal. Und ich glaube auch nicht, dass Cassius Ohno und Cesaro ein Tag Team sein werden. Glaube ich auch nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Cassius Ohno hochkommen wird, aber ich glaube nicht, dass er so eine bedeutsame oder eine bedeutsame Rolle spielen wird oder ansatzweise eine bedeutsame Rolle spielen wird wie ein Cesaro. Das glaube ich eher nicht. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. Genau. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir nun zum Pay-Per-View Clash of Champions. Und natürlich meine allererste Frage, wie immer, freust du dich auf den Pay-Per-View? Ja, eher weniger. Aber ich bin allgemein der größte Fan von SmackDown momentan, muss man sagen. Die Card sieht jetzt auch nicht sonderlich prickelnd aus. Also es gibt jetzt, sonst eigentlich gibt es immer ein Match, wo ich sage, ey, das kann richtig, richtig geil werden. Aber das habe ich jetzt hier ganz ehrlich nicht. Also ich finde die Card sehr, 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 sehr schwach. Ich habe auch keine große Vorfreude drauf. Sind natürlich ein paar Matches dabei, wo man sagen kann, die könnten gut werden, aber jetzt habe ich jetzt nicht so ein Knaller-Match, wo ich eine Vorfreude habe. Jetzt war das Survivors, das hatte ich jetzt zum Beispiel Styles gegen Brock Lesnar. Das war so ein Match, wo ich Vorfreude hatte, wo ich gedacht habe, das Match könnte geil werden. Wurde es auch. Oder was würde Micha sagen? Okay. Ja, war okay, ja, genau. War nicht Match of the Night. auf jeden Fall. Okay. War okay. 3 Sterne? Na, ja, 3,5. Okay. Gut, dann, ja, wie gesagt, ist ja der letzte Pay-Per-View des Jahres. Clash of Champions ist ja ein Pay-Per-View, wo ja alle SmackDown-Titel auf dem Spiel stehen. Das heißt, SmackDown Women's Title, der US-Title, SmackDown Tag Team-Title und der WWE-Title. Stehen auf dem Spiel, also 4 Titel stehen auf dem Spiel. Die Raw-Titles zählen nicht dazu, weil es halt kein Raw-Pay-Per-View ist, sondern ein SmackDown-Pay-Per-View. Letztes Jahr war es ja bei den Raw-Pay-Per-Views der Fall. Also war es ein Raw-Pay-Per-View, wo alle Raw-Titel auf dem Spiel standen. Also, ja, Raw-Tag-Team-Title, der IC-Title, der Raw-Women's-Title und halt der Universal-Title. Plus halt der Cruiserweight-Title. Also die Titles standen ja letztes Jahr alle auf dem Spiel. Dieses Jahr halt die SmackDown-Titles und ja, wir werden ja sehen, was es für ein Pay-Per-View sein wird. Wie gesagt, in Boston, Massachusetts, im TD Garden. Am 17.12.2017, der letzte Pay-Per-View des Jahres 2017. Und ja, zu sehen natürlich auf dem WWE Network oder auch bei Sky Select. Genau, da würde ich mal sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Match, was wir, denke ich mal, relativ schnell besprechen. Und zwar das Kickoff-Show-Match. Ich denke mal, Kickoff-Show gucken wir beide nicht. Da hast du recht. Ach, eine Frage habe ich noch vergessen. Guckst du live? Nein. Okay. Ich schon. Das war, denke ich mal, jedem klar. Genau. Erstes Match, Kickoff-Show-Match. Mojo Rawley gegen Zack freaking. Nein, Quatsch. Zack Ryder. Ist mir egal. Mojo Rawley gewinnt. Ja, sage ich auch. Also, die haben sich ja, ist ja geturnt, also Mojo Rawley ist ja hier geturnt gegen
Zack Ryder nach einem verlorenen Tag Team Match gegen, ich glaube, die Bludgeon Brothers war das sogar. Kann das sein? Ich weiß nicht. Aber irgendwie so einen Dreh war das, hat Mojo Rawley den Turn gemacht. Kleine Fehde entstanden und ich denke mal, dadurch würde auch Mojo Rawley gewinnen. Du sagst. Motorola. Kommen wir nun zum nächsten großartigen Match, was in der Main Show stattfinden soll. Tag Team Match. Breezango, Fandango und Tyler Breeze gegen die Bludgeon Brothers, Harper und Rowan. Super uninteressant. Breezango, ja, hat auch ihren Reiz verloren, da die jetzt auch nichts mehr Geiles machen. Also die haben ja noch ihre Fashion Files, also ihre Skits. Die waren mal ganz geil, aber ich habe jetzt auch schon die letzten mir immer wieder angeguckt und ich fand sie nicht so dolle. Irgendwann ist der Reiz auch verloren. Ja, eben. Und die Bludgeon Brothers halt mit ihrem Debüt, die Vignetten sahen auch schon beschissen aus. Von wegen was für sich, wie sie da mit ihren Hämmern rumgedingenst haben und da rumstanden und so ganz seriös wirkend geredet haben und richtig wacky und dann sind sie debütiert und waren halt wie jedes andere Tag Team auch, wie die White Family halt nur anders angezogen und deshalb auch da absolut nichts Neues und ja, Breezango ist jetzt halt das erste Kanonenfutter für das neue Tag Team. Es ist ganz nett, dass die Division ein neues Tag Team kriegt, können sie gebrauchen und ja, das Gimmick eher weniger dolle und ja. Match wird okay. White Family 2.0. Ja. Ja, kann aber ein gutes Match werden. Okay, Rowan ist jetzt kein guter Wrestler, aber Harper, Breeze und Fandango sind ja keine schlechten. Du kannst ein ordentliches Tag Team Match werden und hier wird ganz klar die Bludgeon Brothers gewinnen, weil es halt ihr Debüt-Pay-Per-View ist. Zumindest unter ihrem Namen. Ja. Aber wie gesagt, ist jetzt auch kein interessantes Tag Team. Sind jetzt halt da, haben mit ihren Vignetten bekommen, aber sind halt gefühlt wie ein anderes Tag Team, die ja momentan jobben. Richtig. Genau, da würde ich mal sagen, gehen wir nun zu dem interessanteren Tag Team Match, was ja ein paar Einzelheiten dabei hat, was das interessanteste Known Title Match ist, vielleicht sogar eins der interessantesten Matches des Pay-Per-Views. Nein. Das interessanteste Match des Pay-Per-Views. Oder so Das gesagt. einzige interessante Match am ganzen Pay-Per-View. Oder so. Genau. Und zwar das Tag Team Match mit dem Special Guest Referee Shane McMahon und Daniel Bryan mit den Teilnehmern Kevin Owens und Sami Zayn, die besten Freunde, gegen Randy Orton und Shinsuke Nakamura. Und bei der Stipulation ist, wenn Sami Zayn und Kevin Owens verlieren, sind sie nicht nur gefeuert aus SmackDown, sondern aus der gesamten WWE. Also sie lieben dann die WWE. Bullshit. Ja, allein durch diese Stipulation weiß man eh schon, dass Kevin Owens und Sami Zayn nicht verlieren werden. Richtig. Die Frage, die sich halt jetzt jeder stellt, ist, wer turnt? Turnt Randy Orton und fällt gegen Nakamura? Turnt Shane McMahon? Turnt Daniel Bryan? Ja, das ist halt die Frage. Also irgendjemand wird turnen, deshalb ist das Match dadurch auch interessant. Da erstens, okay, wer gewinnt? Oder sagen wir mal so, wer nicht verliert, steht schon. Aber das Match ist dadurch interessant, dass man nicht weiß, wer jetzt dafür verantwortlich ist, dass Kevin Owens und Sami Zayn gewinnen. Und ich würde jetzt einfach mal schätzen, dass es wird sehr, sehr stark angeteased, dass Daniel Bryan turnt. Gerade bei SmackDown hat ja Daniel Bryan noch den finalen Count durchgezählt. Oh, da muss ich auch kurz drauf eingehen. Bei SmackDown im Commentary, wie Daniel Bryan erstmal Byron Saxton verbal ermordet hat. Das war awesome, wie Byron Saxton dann so sagt, ja, beziehungsweise Daniel Bryan fängt an, ja, manche denken ja, oder viele denken ja, ich bin voll die große Kevin Owens und Sami Zayn Fan, das stimmt an sich, aber persönlich mag ich es halt nicht, weil Kevin Owens hat versucht, mir irgendwie das Auge auszukratzen vor 5 Jahren oder so, keine Ahnung, wann bei irgendwelchen Independent-Shows und dann sagt Byron Saxton so, ja, aber das zählt ja nicht, das war ja noch vor der WWE und Daniel Bryan sagt dann, bist du behindert oder was? Kevin Owens hat mir versucht, das Auge auszukratzen. Das ist doch scheißegal, ob es jetzt bei der WWE war oder wann anders war. Der hat es versucht, das ist Fakt.
Und dann hat Daniel Bryan weitergemacht, von wegen, ja, du hast ja keine Ahnung, dir wird nur Scheiß ins Ohr gelabert, die du nachsprichst, und du hast keine Ahnung vom Business, etc. Und ja, rest in peace, Byron Saxton. Ja, genauso wie bei der SmackDown-Ausgabe da, wo er so gesagt hat, wo er den finalen Count durchgezählt hat. Oh mein Gott, er ist jetzt auf der Seite der von Kevin Owens und Sami Zayn. Ich dachte nur so, alles klar. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe mal, Daniel Bryan turnt, wäre richtig cool. Ich glaube aber, man trollt und Randy Orton turnt einfach am Ende und macht dann eine kleine Fehde gegen Nakamura oder so. Weil Shane McMahon turnen würde keinen Sinn machen. Immerhin hat. Wo sind wir? Bei welcher Company sind wir? Ja, okay, aber so dumm sind nicht mal die. Habe ich jetzt laut gesagt, am Ende wird dann wahrscheinlich Shane turnen. Nee, aber macht halt keinen Sinn. Shane wird halt von Kevin Owens ermordet und jetzt turnt er auf seine Seite oder wie, also es macht keinen Sinn. Deshalb entweder Randy Orton oder Daniel Bryan, und da ich noch kein In-Ring-Comeback von Daniel Bryan sehe, tippe ich jetzt einfach mal auf den Turn von Randy Orton. Ja, das ist so die eine Sache, dass man. Ich glaube an keinen Brian Turn. Weil Brian, finde ich, würde als Heel nicht funktionieren. Er wäre ja auch kein Heel, also. Also, Also, was ich halt glaube, ist zum Beispiel, dass. Oder die Version. Die Version wäre vielleicht interessant, dass dann Shane McMahon versucht, unfair zu werden. So dass halt Kevin Owens und Sami Zayn verlieren, Daniel Bryan aber eingreift und sagt, nein, mach's gerechtig, kurzer Streit erlöst und dann durch die ganze Hudelerei macht Kevin Owens die Papa Powerbomb, 1, 2, 3 und dadurch gewinnen die. Und Daniel Bryan zählt halt durch, ganz gerecht. Und aus der Situation gibt's halt den Streit zwischen Shane McMahon und Daniel Bryan irgendwann. Vielleicht so. gut an. Bist ein bisschen leise geworden, oder? Ich weiß nicht. Jetzt besser? Ja. Gut. Genau, so könnte ich mir vorstellen, weil ich glaube nicht, dass Brian Heel turnt. Das Das würde dann Szenario passen. klingt gut, was du genannt hast, so machen wir es. Hm? Das Szenario, was du gesagt hast, klingt gut, so machen wir es. Warte mal. Das Szenario ging gut. So machen wir es nicht. Ja, wahrscheinlich. So, aber das wäre halt sinnvoll, weil, wie gesagt, du kannst Shane McMahon nicht turnen, weil es keinen Sinn macht. Weil er will ja letztendlich die Entlassung. Brian will es ja eigentlich gar nicht. Also Brian würde die am liebsten nicht entlassen. Hat er ja gesagt, er wollte sie nie feuern. Hat er Ja. ja gesagt. Weil halt Brian halt dieses Talent in den beiden sieht. Trotzdem möchte, wenn er halt verliert, dann sollen sie halt gehen. Und ich denke mal eher so, weil halt man hat ja angesprochen. Also Daniel Bryan hat ja die Rückendeckung von Shane McMahon und Shane McMahon hat die Rückendeckung von Daniel Bryan. Und dass dann Shane McMahon das vielleicht ein bisschen missbraucht und Bryan dann eingreift und sagt, nee, 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 mach's gerecht. Und deshalb denke ich, dass Owens und Zayn gewinnen. Orton wird, glaube ich, nicht turnen, glaube ich einfach nicht. Und ich sage jetzt Owens und Zayn gewinnen und pinnen Randy Orton. Ja. Von Kevin Owens. Also ich glaube nicht, dass Sami Zayn den Pin macht. Weil Zayn, glaube ich, irgendwie. Also, das ist ja geil. Zayn wird Heel geturnt und kriegt gefühlt jede Woche auf die Fresse und wurde immer gepinnt. Also mit Owens hat man was geplant, habe ich das Gefühl. Weil es schon sehr stark auffällt. Ich weiß nicht, ob du SmackDown aktiv schaust. Geht schon. Aber ich bin jetzt auch nicht, also. Ja, man will halt Kevin Owens nicht komplett verbraten, ja, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man unbedingt was mit ihm vorhat. Also ich denke mal, man sagt eher, okay, der war jetzt schon mal World Champion und wir können den jetzt nicht komplett killen. Sami Zayn hingegen war noch nie im Main Roster irgendwas Großes und da macht es nichts, wenn er jetzt jede Woche aufs Maul kriegt. Ja, das ist halt gefühlte Enzo Amore. Wie bei Enzo und Cass, wo Enzo Amore ständig den Pin eingesteckt hat. Ja. So ähnlich wird es hier sein. Aber ich denke mal, Owens gewinnt, keiner turnt, nur Brian und Shane McMahon werden einen Clinch haben. Da denke ich so. Das wäre eine gute Version, finde ich. Ja. Also die Version, die ich vorhin erzählt habe, dass halt Brian und Shane aneinander geraten, weil halt Shane ein bisschen unfair sein möchte, weil er halt einfach zu besessen ist, die zu entlassen, weil er halt in dieser Rache-Sache drin ist und Brian da ein bisschen eingreifen will. Das so wäre eine super Version, weil es macht keinen Sinn, wenn auf einmal Brian einfach alle attackiert oder Brian einfach mal einen Randy Orton oder Shinsuke Nakamura attackiert, weil
wie gesagt, Ryan wird, denke ich mal, in der WWE nicht mehr wresteln. Das glaube ich einfach nicht mehr. Anerlegen wahrscheinlich, aber ich glaube, in der WWE wird er die Freigabe nicht mehr erhalten. Weil ich sage mal, wenn er die jetzt vor 1,5 Jahren nicht gekriegt hat, warum soll er jetzt auf einmal kriegen? Also wäre ein bisschen kurios für mich. Aber wie gesagt, Shane McMahon, Kevin Owens und Sami Zayn gewinnt gegen Randy Orton und Bryan wird den Pin machen. Und nicht turnen. Weil ein Heel-Turn, finde ich, funktioniert bei Bryan nicht ganz. Und Shane McMahon wird keinen Sinn machen. Orton wäre halt random und Nakamura wird nicht Heel-Turn. Ja. Gut. Kommen wir nun zum den Titelmatches. WWE SmackDown Women's Title Lumberjack Match zwischen der Championess Charlotte Flair gegen Natalya. Ja. 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 Ist halt, es ist keine schlechte Paarung, natürlich nicht, aber es lässt mich halt sehr kalt. Also ich muss allgemein sagen, SmackDown ist wirklich extrem schwach momentan. Da ist wirklich kein Charakter, den ich momentan wirklich geil finde, außer vielleicht die in den Tag Team Matches, die finde ich alle recht gut. Styles ist natürlich awesome, aber abseits von denen ist jetzt keiner dabei. Selbst Bobby Roode oder so finde ich relativ langweilig und so ist es halt auch in der Women's Division. Hat irgendwie nichts einen Anreiz. Charlotte ist halt wieder Championess, was sinnig ist, da sie einfach die Beste ist. Und Natalia ist halt einfach da. Also die ist halt immer so random und man kann sie nicht ernst nehmen. Und ja, sie ist halt da. Und deshalb ist es auch so ein Match, was halt da ist. Das ist jetzt ein Lumberjack-Match sogar, wo die anderen unbedeutenden Leute von SmackDown noch im Ring stehen. Was noch ein bisschen interessant ist, ist halt die Sache um Carmella, die halt immer noch den Koffer hat. Aber da hat man jetzt die letzten Wochen auch nicht sonderlich viel angeteased und da kommt ja dann auch noch die andere Riot Squad-Gedingse rein, aber die sind jetzt auch nicht so prickelnd, die sind mehr so ein Raw Absolution-Abklatsch und ja, ist halt alles so da, aber ist jetzt unbedeutend. Charlotte retained und Carmella casht ein. Ja, doch. Würde ich auch mitgehen. Also das Match wird okay sein. Sind halt keine schlechten Wrestler, muss man einfach so sagen. Sind halt. Es ist immer noch Charlotte und Natalya. Charlotte ist Weltklasse und Natalya ist auch nicht schlecht. Es wird natürlich Rudelbildung geben. Also wird es halt Prügelei geben zwischen der. Ach, wie heißt das Squad zwischen Natalya und so? Also auf jeden Fall Riot Squad und wie heißen die nochmal? Weißt du es noch? Was? Wie dieses Tag Team oder dieses Stable zwischen Natalya, Tamina, Carmella heißt. Boah, keine Ahnung. Ist mir zu egal, um es mir zu behalten. Boah, das will ich gerade wissen. Moment mal. Wie heißen die? Oh, wie heißt das? Oh Mann, ey. Wie heißen die nochmal? Ja, red mal in der Zeit über das Match, falls du noch was weißt, was du noch sagen willst. Ist mir relativ egal eigentlich. Ich habe eben schon genug drüber geredet. Viel zu viel eigentlich schon. Ja, Charlotte wird hier verteidigen. Wie gesagt, Cashin dann. Weil wie gesagt, die Division plätschert halt vor sich hin. Deshalb muss halt irgendwas Interessanteres passieren. Und für mich ist das Interessanteste, was einfach passieren könnte, dass Carmella eincasht. Das stimmt. Also das kann man auf jeden Fall so sagen, dass Natalya hier gewinnen könnte. Das wäre ja nicht sinnlos, würde ich sagen, eigentlich, ne? Ja. Och, wie heißen die nochmal, ey? Das ist doch nicht wahr. Ist doch egal. Ja, ich suche mal weiter. Ich will mal sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Match. Jetzt habe ich die Karte auch noch. Oh, jetzt habe ich sogar die Karte weggemacht. Ach je. Ich werde alt. So, WWE United States Championship Match zwischen Baron Corbin, Bobby Roode und Dolph Ziggler.
Ja. Baron Corbin ist leider uninteressant. Dolph Ziggler ist seit 5 Jahren uninteressant, hatte jetzt mal im letzten Jahr einen Aufschwung gehabt. Aber ansonsten ist er halt auch immer nur da und so ein Mid-Carder, der immer mal wieder in soliden Matches ist, aber einfach unbedeutend ist. Und Bobby Roode hat mal abgefuckt. Ist halt durch seine Catchphrase noch solide over. Aber ansonsten gibt er mir auch leider nichts mehr. Ich hoffe, er holt sich den Titel und macht einfach die Division ein bisschen interessanter, weil Baron Corbin ist stinkelangweilig. Ja, Baron Corbin ist langweilig. Der US-Title ist langweilig. Der ist halt überhaupt nicht relevant. Ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt der US-Title irgendwie, ja, ist jetzt das Größte, was es gibt. Oder der letzte relevante war AJ Styles. Ja. Und der nächste Run war halt Baron Corbin. Er wurde halt US-Champion. Hatte das Match gegen The Miz, was, joa, ja. Ja. Ich weiß nicht. War jetzt nicht so das Größte, was ich mal sagen würde, ne? Oder was würdest du sagen? Ich, ja. Ja. Ne, war jetzt nichts Großes, ne? Nee. Also. Ja, von daher, also, Match kann okay sein. Dolph Ziggler ist ja immerhin dabei. Ist ja eigentlich einer, der gute Matches worken kann. Ansonsten. Bobby Roode gewinnt. Ich hoffe es. Dann wird es wieder glorious. Ja. Weil das wäre, glaube ich, nicht so. Das wäre, glaube ich, sogar das Beste momentan, weil einfach der US-Teil einfach einfach platt ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, okay, der ist jetzt wirklich. Nee. Ist einfach momentan nicht so. Nicht so prickelnd momentan. Würde ich das einfach mal sagen. Also einfach momentan nicht relevant. Ja. Von daher würde ich einfach mal sagen, ja, Bobby Roode gewinnt. Yes, Title. Hoffentlich wird der Yes-Title durch den ein bisschen relevanter. Kann was mit denen anfangen. Und wäre auf jeden Fall eine ganz gute Sache, auf jeden Fall, wenn das halt ganz gut laufen würde. Ja. Und vielleicht wird das Match sogar gut. Das weiß man einfach nicht. Wird okay. Ja, wird in Ordnung sein. Dann, ja, würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar das WWE SmackDown Tag Team Title Fatal 4 Match zwischen den Champions, die Usos, Jimmy und Jey Uso, gegen Ayn English und Rusev, gegen Chad Gable und Shelton Benjamin, gegen The New Day, Big E, Kofi Kingston und Xavier Woods. Ja, man hat es jetzt mal wieder ein bisschen frischer gemacht. Man hatte ja die ganze Zeit immer nur New Day gegen Usos. Jetzt hat man da Gable und Benjamin reingepackt, die ein durchaus interessantes Tag Team sind. Und Aiden English und Rusev, die in-ring-mäßig jetzt für mich nicht die interessantesten sind. Aber die Skits und Segmente, die die zweimal haben, sind eigentlich immer ganz geil. Ich mag Rusev, sein Rusev-Day-Gimmick und Aiden It's English. Rusev Day. Und Aiden English passt da auch ganz gut hin. Und ja, sollte ein ordentliches Match werden. Ich weiß nicht genau, wer hier gewinnen soll. Also Aiden English und Rusev gewinnen auf jeden Fall nicht. Ich würde mir Gable und Benjamin wünschen, weil es einfach mal wieder ein bisschen frischer Wind ist als Champions. Könnte mir aber auch vorstellen, dass New Day die Titel gewinnt. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf die Usos, dass sie die Titel verteidigen. Genau, ich habe jetzt gerade den Namen herausgefunden, wo wie das Stable heißt, Welcoming Community. Wow. Ja. So, jetzt habe ich es rausgefunden. Jetzt bin ich Einfallsreicher zufrieden. Name. Einfallsreicher Name. Richtig. Deswegen, ich habe ja irgendeinen einfallsreichen Namen haben sie ja gehabt und das war der. Ja, Match kann gut werden, weil sind an sich keine schlechten Tag-Teams. Na gut, Aiden English und Rusev ist ein bisschen random, aber
Ich habe jetzt kein Problem mit denen, sind jetzt auch keine überschlechten Wrestler. Und ja, Usos sind stark, Shelton Benjamin, Chad Gable stark, die jetzt auch Heels sind. New Day, also sind ja, also Usos ja mehr oder weniger als Face geturnt. Ähnlich Rusev Heel, Chad Gable, Shelton Benjamin Heel und New Day halt Faces, also zwei Faces, zwei Heel Tag Teams. Und ja, kann gut werden, ich freue mich drauf und ich würde mal sagen, entweder die Usos verteidigen oder Chad Gable und Shelton Benjamin gewinnen. Ich sag die Usos. Die Usos verteidigen. Ja. Also, down since day one. Ich. Welcome to the Usos Penitentiary. So würde ich das sagen. Also, kann aber trotzdem ein gutes Match werden. Also, Potenzial hat es. Ja. So. Kommen wir nun zum Main Event. WWE Titelmatch zwischen dem Champion, the Phenomenal One. The man that built SmackDown Live. The WWE Champion. Two-time WWE Champion. AJ Styles gegen Jinder Mahal. Ja, ihr WWE-Titelmatch bei SmackDown damals, wo er AJ den Titel geholt hat, war echt gut. Und ich denke, das Match wird hier auch Match of the Night, weil es ein World-Title-Match ist, wo AJ Styles halt beteiligt ist. Ich Und mochte Edge Styles ist. ihr. Ja, das habe ich gekonnt überspielt. AJ Styles, sein Segment mochte ich. Letzte Woche, was er gegen Jinder Mahal hatte, wo er alle outsmartet hatte und dann noch den Singh Brothers mit auf die Fresse gehauen hat. Ich kapiere es immer noch nicht, warum das kein Steel Cage Match oder sowas ist, dass sie immer noch mit draußen rumrennen können. Ich kapiere es einfach nicht. Das lässt einfach den GM und alle Beteiligten so dumm aussehen. Weißt du, was noch dümmer? Die beiden sind dumm. Wenn von Jinder Mahal verprügeln, sind wieder die Butler. Ja. Das macht noch weniger Sinn. Ich bin aber relativ zuversichtlich, dass AJ Styles hier verteidigen wird, weil die Indien-Tour ist vorbei. Man hat Jinder Mahal nicht mal den Titel für die Indien-Tour noch gegeben, weil man einfach gemerkt hat, dass er kein Draw ist. Dass es absolut keinen Unterschied gemacht hat, ob der jetzt ein halbes Jahr den Titel gehalten hat oder nicht. Die Zahlen waren gleich. Und Teilweise schlechter. ja, deshalb glaube ich nicht, dass der nochmal den World Title kriegen wird. Der wird jetzt hier zum Abschluss nochmal sein rechtmäßiges Rematch halt kriegen, seine Rematch-Clause wird verlieren und wird dann hoffentlich in der Undercard verschwinden. Hoffentlich, aber ich habe so eine leichte Angst, muss man so viel sagen. Weil bei Backlash haben wir auch gesagt, er wird den WWE-Titel nicht gewinnen. Er hat es aber getan. Deshalb, das Match wird eigentlich ganz in Ordnung sein. Kann sogar gut werden. Weil halt ein AJ Styles dabei ist und der normal keine schlechten Matches hat. Und ich hoffe, dass Styles verteidigt, dass Styles den Titel auch mit ins Jahr 2018 mitnehmen wird. So wie er es auch 2016 getan hat. In das Jahr 2017. Kann er wieder machen. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass Styles gewinnt. Und ja, Styles weiter WWE-Champion bleibt. Jinder Mahal zurück in die Cruiserweight Division gehen kann und Samir und Sunil Singh können sonst wohin. Ja. Und bitte lass Styles den Titel verteidigen. Hoffentlich. Hoffentlich. Wie gesagt, leichte Grundangst habe ich. Der WWE Noch ist alles zuzutrauen. der gewinnt nicht. Hoffen wir doch. Ich bin davon überzeugt. Das freut mich. Da kriege ich Tränen in den Augen. Gut, 15 Minuten durch, so ziemlich fast. Haben wir die Preview besprochen, würde ich mal sagen. Jo. Oder gibt es noch was hinzuzufügen? Nee, eigentlich nicht. Ja, wir werden mal sehen, was wir für Pay-Per-View haben. Wie gesagt, wir haben beide, denke ich mal, keine hohen Erwartungen. Ja, Aber hoffen also auf einen wird es guten wahrscheinlich Pay-Per-View. eine gute Show. Das kann es auf jeden Fall so sein. Also Potenzial zu einer guten Show hat es. Ich denke, es wird nicht Show des Jahres sein. Aber ihr könnt es ja bestimmen. Ihr könnt ja eure Preview in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Slammy Award Ausgabe wird, wie gesagt, Ende des Jahres kommen. Die Abstimmung nächste Woche. Denke ich mal Montag, Dienstag so einen Dreh.
Und ja, wie gesagt, schreibt die Romane zu den ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, gerne in die Kommentare. Wenn ihr Fragen oder Themensätze habt, dann könnt ihr es auch gerne in den Kommentaren posten. Die würden wir dann in der nächsten Ausgabe besprechen. Falls wir die noch nicht besprochen haben, wenn wir die besprochen haben, dann sprechen wir natürlich nicht nochmal drüber. Aber wie gesagt, wenn wir darüber noch nicht gesprochen haben, dann könnt ihr es gerne mit reinwerfen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein und ciao. Ciao.